Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch vom Service Car Merch Glitch zeigen. Ja, leider mit dem gestrigen Update wurde auch leider der Service Car Merch Glitch gepatcht. Und ja, es gibt auf jeden Fall schon einen Afterpatch. Und was braucht ihr dafür? Ihr braucht auf jeden Fall dafür einen Bunker. Denn ihr müsst einmal ganz kurz den Bunker betreten. Und dazu braucht ihr noch eine Autowerkstatt. Und in dieser Autowerkstatt muss dann das Auto befinden, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Und ja, wenn ihr dann soweit alles habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Als allererstes begibt ihr euch einfach in euren Bunker. Sind wir dann im Bunker angekommen, können wir den Bunker ganz einfach wieder verlassen. Viel mehr brauchen wir den Bunker nicht. Ja, ihr braucht auf jeden Fall noch einen Freund, der sich in einer Einladungssitzung und in einem Job für einen Titan befindet. Habe ich ganz vergessen zu sagen am Anfang. Falls ihr jetzt keinen Freund haben solltet, könnt ihr auch den Titanenbot benutzen. Werde ich euch auch auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung verlinken. Der Name ist Anabak2. Den könnt ihr 24/7 benutzen. Und ja, als nächstes begibt euch einfach zu eurer Autowerkstatt. So, sind wir dann in der Autowerkstatt angekommen, haben wir hier vorne die zwei Servicefahrzeuge, die wir uns dann merchen können. Die Servicefahrzeuge, die ändern sich auch regelmäßig. Als nächstes begibt euch einfach zu dieser Karre, von dem ihr die Settings übertragen wollt. Steigt einfach ein, drückt dann Steuerkreuz nach rechts, um das Fahrzeug zu modifizieren. In diesem Menü hier braucht ihr aber gar nichts zu ändern. Einfach auf Kreis drücken, wieder verlassen. So, als nächstes begeben wir uns dann jetzt nicht zu den Fahrzeugen, wie ihr es sonst immer kennt, sondern jetzt begeben wir uns einmal nach links zu dem Tisch. Dann drücken wir Steuerkreuz nach rechts, bleiben dann in diesem Menü einfach drin und jetzt kommt der Freund ins Spiel, der sich in einem anderen Zielmodus befindet, in einem Job für einen Titan drin. Wie gesagt, der Name Anabak2 könnt ihr für solche Sachen mal benutzen, einfach beitreten. Die Meldungen, die jetzt kommen, die können wir jetzt ganz einfach alle bestätigen mit X. Können einen kleinen Moment dauern, so einfach mit X bestätigen. Alle Meldungen werden wir einmal kurz in den Himmel gezogen und landen dann wieder in der Autowerkstatt. So, jetzt haben wir dann dieses Snack-Menü nämlich immer noch offen und können uns jetzt zu dem Fahrzeug begeben, was wir uns dann modifizieren wollen. Wir begeben uns einfach zu diesem Auto, was wir uns modifizieren wollen, stellen uns davor, so dass wir oben links die Meldung bekommen, drücken dann jetzt einmal Doppel-PSN-Taste, joinen dann den Freund wieder. So, wenn jetzt die erste Meldung gekommen ist, und zwar genau. So, jetzt drücken wir einmal Steuerkreuz nach rechts, drücken dann nach X, nochmal X, alle Meldungen wieder bestätigen. Das Wichtigste ist, in der ersten Meldung einmal Steuerkreuz nach rechts drücken und wenn wir jetzt wieder in der Autowerkstatt landen, sehen wir, dass sich das Fahrzeug schon gemerged hat. So, jetzt gehen wir dann einfach zur nächsten Karre. So, wir stellen uns wieder davor, Doppel-PSN-Taste. Sobald jetzt die erste Meldung kommt. So, jetzt einmal Steuerkreuz nach rechts, X, X und nochmal X. Und dann hat sich das zweite Auto auch schon gemerged. Einmal kurz in den Himmel gezogen. Landen dann wieder zurück in der Autowerkstatt und wie ihr seht, das zweite Auto hat sich auch gematcht. Ja, das Auto können wir jetzt ganz einfach kaufen. Stellen Sie es dann in irgendeine Garage rein. Das Interaktionsmenü packt jetzt ein bisschen rum, ist aber gar kein Problem. So, das zweite Auto kaufe ich, können wir dann auch direkt kaufen. Stellen Sie es dann auch einfach in irgendeine Garage dann einfach rein. Und ja, wenn ihr jetzt die Fahrzeuge weiter merchen könnt, zeige ich euch mal, was ihr dann jetzt machen müsst. Geht ihr dann einfach mal jetzt zu dem Auto hin. So, ich stelle euch einfach zu dem Auto vor, drücken einmal Steuerkreuz nach rechts, einmal auf X, nochmal X und dann können wir wieder rausgehen. Das Fahrzeug hat wieder den alten Zustand, ist auf jeden Fall perfekt. Das können wir jetzt mit dem anderen Auto hier auch machen. Einfach auf Steuerkreuz nach rechts, X, X. Und dann können wir es auch wieder verlassen. Und jetzt können wir uns das nächste Auto merchen.
So, wir fahren einfach wieder in die Tuning-Werkstatt rein. Kreis wieder verlassen. Mehr müssen wir da dran nicht machen. Gut, dann begeben wir uns wieder zu dem Tisch, gehen wieder in das Interaktionsmenü rein, joinen Freunde wieder in einen anderen C-Modus. So, die Meldungen, die jetzt kommen, wieder auch alle akzeptieren. Dann landen wir wieder kurz in den Wolken und spawnen dann wieder in der Autowerkstatt. Mit dem offenen Interaktionsmenü einfach jetzt wieder zu diesem Auto laufen, was ihr euch modifizieren wollt. Ist hier oben links die Meldung bekommen, dass ihr jetzt grundsätzlich euch modifizieren könnt. Dann drücken wir wieder Doppel-PSN-Taste, dem Freund wieder beitreten. Drücken jetzt Steuerkreuz nach rechts und dann sofort X, nochmal X und nochmal X, alte Meldungen halt bestätigen. Und das Fahrzeug hat sich wieder gemerged. Das Fahrzeug können wir uns auch einfach wieder kaufen. Stellen es dann wieder in irgendeine gewünschte Garage rein, wo wir es hinhaben wollen. Und ja, so könnt ihr dann die ganze Zeit euch die Autos mergen, wenn ihr Lust habt. Und ja. Das war es auf jeden Fall auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.